Leute, und wir kommen zum 6. Türchen des Adventskalenders. Heute gibt es ein besonderes Video, doch erstmal wünsche ich euch allen einen schönen Nikolaustag. Und zwar haben wir heute eine Anime-Review, und zwar zu Itsudatte My Center. Ein Anime, der auf Ken Akamatsus Kurzmanga mit dem gleichen Namen basiert. Der Anime umfasst 2 Folgen, die sind auch alle auf einer Disc drauf. Und ja, vielleicht merkt ihr schon so, ich bin nicht ganz so begeistert davon. Ich sag mal so, die schön leuchtende Disc ist wirklich das Beste an dem ganzen Anime. Ich habe auch mal diesen kurzen One-Shot gelesen, der ist wirklich nicht lang. Der hat 20 oder 25 Seiten. Und da macht man jetzt 2 Folgen a 24 Minuten oder so. So, 30 Minuten draus. Ja, also eine Stunde Laufzeit, das Ganze hier. Ja, kann das überhaupt was werden? Nun, die erste Folge deckt tatsächlich diese 25 Seiten ab, in lange Zonen und mit extra Content. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben unseren Hauptcharakter, der heißt Santa. Ja, sehr einfallsreich. Und der hasst halt Weihnachten, weil er halt immer alleine ist, seine Eltern, die nach Hause kommen. Und ja, aber eigentlich hasst der Weihnachten halt gar nicht so wirklich. Denn dann taucht plötzlich, und ich muss tatsächlich ihren Namen nachschlagen. Genau, Mai, das ist hier die Blonde auf. Die ist nämlich Weihnachtsmann in Ausbildung. Ja, es gibt eine Weihnachtsmannschule. Und da lernt sie halt, wie man so ein Weihnachtsmann wird. Man erfährt, jeder Bereich der Welt hat einen eigenen Weihnachtsmann. Und sie ist halt in der Ausbildung. Und er glaubt das anfangs nicht so recht, aber je weniger er an Weihnachten glaubt, umso schwächer werden ihre Kräfte. Dass er am Ende der 4 Folge natürlich dann an den Weihnachtsmann glaubt und Weihnachten mag, ist natürlich klar. Ist eine nette kleine Rom-Com, so für zwischendurch. Auch seine Eltern kommen nochmal kurz vor. Die sind nämlich überall ehrenamtlich in der Welt unterwegs. Und ja, wie gesagt, so viel zu der ersten Folge, die deckt diesen Mini-One-Shot in etwas länger ab. Wie gesagt, gut, aus diesen 25 Seiten hätte man auch keine 24 bis 30 minütige OVA machen können, vielleicht so eine 10-minütige Folge, das wäre gegangen. Aber gut, da hat man sich dann mehr noch einfallen lassen. Soweit auch kein Problem. Die ist noch soweit in Ordnung, kann man sich als Fan mal anschauen. Dann kommen wir zur 2. Folge, die eine Strandfolge ist. Ja, eine Strandfolge. Und zwar Mai ist irgendwie weiterhin bei ihm, um ihre Ausbildung irgendwie weiterzumachen. Und dann taucht ein weiteres Mädchen auf, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Das ist zumindest dieser Tsundere-Typ mit den 2 Zöpfen. Und die fordert Mai zu einem Art Duell heraus, wer der bessere Weihnachtsmann ist oder bessere Weihnachtsmann wäre mal wert. Die beiden sind aber trotzdem wie Kindheitsfreunde, und dann kommt auch noch die Nachricht, dass Mai wieder zurück soll, weil sie woanders hinversetzt werden soll, und da ist Santa natürlich gar nicht so begeistert, denn ist es klar, dass sich Mai und Santa ineinander verliebt haben. Ja, gut, hier und da noch so ein bisschen hin und her, und natürlich hat das Ganze am Ende ein gutes Ende, das ist, ja, ist glaube ich nicht erwähnenswert, dass das Ganze natürlich am Ende gut ausgeht. Denn das Ganze mit Mai war nur eine Verwechslung, und eigentlich sollte jemand anderes zurückgerufen werden. Da ist noch so ein kleines Kind dabei, die soll wieder zurück zur Weihnachtsmann-Akademie. Ha. Gut, der Anime ist nicht wirklich gut. Die erste Folge geht noch so, die zweite ist wirklich schlecht. Muss man wirklich sagen, die zweite ist schlecht. Gut, also den vollpreisigen für die DVD, ich weiß nicht, wie viel die damals neu gekostet hat. Ich habe die mal gebraucht von jemandem für 5 Euro gekauft. Kann man mal mitnehmen, vor allem ich war damals großer Ken Akamatsu-Fan. Wie gesagt, kann man mal mitnehmen. Die Synchro ist, muss ich wirklich sagen, sowohl auf Japanisch als auch auf Deutsch grauenhaft, und man weiß gar nicht, auf welcher Sprache man hören soll, weil die beide so dermaßen schlecht synchronisiert sind, und das hat man wirklich selten. Ich glaube, das ist der erste Anime, wo ich wirklich sage, hier ist die japanische Synchro genauso schlecht wie die deutsche. Ich habe dann immer mal so hin und her geswitcht.
um auch mal jede Stimme so einmal im Original und einmal auf Japanisch zu hören. Die Animationsqualität ist gar nicht mal schlecht, wie gesagt, ist auch ein recht alter Anime, der auch bei uns rauskam, wen es interessiert ist, ab 12 freigegeben. Ja gut, den kann man aber auch mit 6 Jahren oder so schauen, das macht schon nichts. Und am Ende ist noch so eine Art Verarscht-Trailer für eine dritte Folge drauf. Da wäre dann nämlich der Rentier-Weihnachtsmann-Mecha vorgekommen. Ja, das wäre dann wohl so eine Art Sentai-Verarsche gewesen. Aber eine dritte Folge gab es nicht. Das hier war wohl mehr so eine Art Chats. Vielleicht hätte sich aber das Animationsstudio auch gehofft, dass ihnen gesagt wird, hey, macht doch noch eine dritte Folge oder macht davon eine ganze Serie. Vielleicht hatten sie auch gehofft, dass sich Akamatsu dazu entscheidet, das Ganze als lange Manga-Reihe umzusetzen. Weiß man halt nicht. Was man aber tatsächlich sagen muss, dieser Anime und auch dieser One-Shot, die sind zwar jetzt nicht gut, aber es ist alles besser, was Akamatsu in den letzten Jahren abgeliefert hat. Es ist besser als das Ende von Digimon und es ist auch tausendmal besser als Kuhola. Kuhola ist wohl in Anime-Form als auch in Manga-Form reinster Scheißdreck, muss ich wirklich sagen. Also da ist Itsu Date My Center besser, aber immer noch nicht gut. Wer was Gutes von Akamatsu sehen möchte, der sollte sich Lafina anschauen und dazu dann noch den Manga lesen oder die erste Hälfte von Digima. Oder wenn es wie gesagt um Manga geht, I Love You, I Got Tomaranai, wie es im Original heißt. Damit macht man jedenfalls nichts falsch. Aber dieses Werk hat zumindest noch im Gegensatz zu der zweiten Hälfte von Digima oder Ukuhola hat dieses Werk hier noch diesen Akamatsu-Flair, den ich so gerne bei seinen anderen Werken mochte. Ja, und sonst können wir, ist ja auch ehrlich gesagt nichts mehr wirklich Interessantes dabei. Wen es jetzt noch interessiert, hier ist ein Booklet von Anime Virtual dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es diese Firma überhaupt noch gibt, muss ich sagen. Und es gab eine Special Edition zu Itsu Date My Center, sogar bei uns, hätte ich ehrlich gesagt nie mit gerechnet. Und zwar war da eine Figur dabei, das Ganze war im Schuber mit Figur. Habe ich aber leider nicht gesehen. Die Figur sieht nämlich ganz nett aus, muss ich sagen. Und ja, die würde ich mir wohl möglich nochmal holen, wenn ich die irgendwo sehe. Also hier haben wir durchaus mal eine nette Extra-Edition gehabt. Mal schauen, ob der Preis dabei steht. Nee, Preis steht nicht dabei. Ja, und sonst haben wir hier Werbung für hunderte von anderen Anime. XXXHolic, das Schloss des Kaklis. Cagliostro, Magister Nimari auch drin, IS Pure und so weiter und so fort. Ja, also ein typisches Werbeheft. Ist aber durchaus ganz dick und kann man wenn ich mal durchblättern. Allerdings wäre mir lieber ein Booklet oder so zum Anime oder so lieber gewesen. Oder was man hätte auch machen können, anstatt dass ein gewisser Drecksverlag den Manga One-Shot veröffentlicht, hätte man den doch hier als extra beilegen können. Dann hätte das zwar ein Hardcover gehabt, aber dann hätte man halt wirklich so ein kleines Booklet gehabt, wo der Manga halt drin ist. Ja, der hat auch nur 25 Seiten. Aber gut, hat man nicht gemacht. Und dann haben wir hier noch Mitmachen und Gewinnen. Was kann man denn da gewinnen? Das hohe Wünsche, bitte. Als Dankeschön verlosen wir monatlich 10 Anime Virtual DVDs. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Also 10 DVDs konnte man hier monatlich gewinnen, wenn man das hier ausfüllt. Was sind denn hier so für Fragen bei? Welcher DVD ist dieser Karte entnommen? Wo haben Sie diese DVD gekauft? Wie viel hat diese DVD gekostet? Also ich habe dafür nur 5 Euro bezahlt und habe sie gebraucht gekauft. Wie viele DVDs kaufen Sie durchschnittlich im Monat? Sehen Sie sich diese DVD auf einem DVD-Player oder auf dem Computer an? Und dann haben wir hier die Auswahl: DVD-Player, PC, Mac, Xbox oder SPS. Keine Ahnung, was ein SPS ist. Welche Anime-DVD haben Sie sich als letztes vor dieser gekauft? Wie viele DVDs besitzen Sie? Bis zu 10, bis zu 50, bis zu 100, bis mehr als 100. Also mehr als 100. Welches Bonusmaterial wünschen Sie sich für eine DVD? Ja, zumindest kein Werbeheftlein, wie gesagt. Einen One-Shot hätte man hier ohne Probleme reintun können. Oder sonst ein Booklet mit extra Infos oder irgendwas Schönes hätte man hier ruhig mit reinpacken können. Aber bei der Special Edition war ja zumindest die Figur dabei.
bevorzugen sie Bonusmaterial auf der DVD, Interviews etc. als Booklet, als Extras, Magnete, Collector-Cards, Schlüsselanhänger etc. Und man kann auch einfach mal alles mit reintun, eben so ein Interview draufpacken, so ein kleines Booklet und dann zum Beispiel noch einen Schlüsselanhänger, sehe ich ehrlich gesagt keinerlei Probleme damit. Wie wichtig ist für Sie Bonusmaterial? Sehr wichtig, unterschiedlich je nach Produkt, unwichtig. Wie viel geben Sie durchschnittlich für eine DVD aus? Bis zu welchem Preis würden Sie eine Sonderausgabe mit umfangreichem Bonusmaterial einer DVD mit 4 Episoden bezahlen? Da hat man die Auswahl von 25, 30, 35 oder 40 Euro. Welche Anime-Zeitschriften lesen Sie? Die Kidzone, ja, die gab es damals wohl noch. Die Animania, die gibt es immer noch. Die Funime, von der habe ich nur mal gehört. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Funime kennt. Die hatte ich allerdings nie. Und die Manga-Szene, die kenne ich auch nur vom Sehen, hatte aber auch nie eine Ausgabe. Welche anderen Zeitschriften lesen Sie regelmäßig? Wie sind Sie auf diese DVD aufmerksam geworden? In einem Forum. Haben Sie vor dem Kauf der DVD den Film bereits im Internet gesehen? Ihre Hobbys, private Interessen? Wozu wollen Sie jetzt bitte schon wissen, was meine Hobbys und private Interessen sind? Platz für eigene Anmerkungen. Ja, hätte man mitmachen können. Hat vielleicht der eine oder andere. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr zu dieser Zeit Anime gesammelt habt. Habt ihr da mal mitgemacht und habt ihr mal was gewonnen? Und welche Anime-DVDs konnte man da so gewinnen? Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, das war jedenfalls meine Anime-Review zum Nikolaustag zu Itsudatte My Center. Und dann freut euch schon mal auf das nächste Türchen.